Fußball, die schönste Nebensache der Welt. Außer man hat noch Sex. Aber wie steht's eigentlich um die Berichterstattung? Und jetzt wird alles rausgeholt und gesammelt. Und jetzt wird er wie Sau durchs Dorf getrieben. Oh, höre ich da etwa Kritik an den Journalisten? Mich wundert's nicht, weil die Zuschauer dazu aufgewiegelt wurden in den letzten Wochen immer wieder. Ja, weil einfach absolute Unwahrheiten. Ja, verschimmelte Entengrütze, was ist denn da los? Schauen wir uns doch mal an, wie Sportjournalisten dramatisieren, um die Auflage nach oben zu treiben. Und wie sie es mit ihren Stories schaffen, sogar Entscheidungen von Vereinen und Trainern zu lenken. Und an den kleinen Fan denkt natürlich wieder keiner. Der wird natürlich nicht dramatisiert. Für den Laien scheint Fußball total einfach. 22 Spieler, ein Ball und am Ende gewinnt immer Deutschland. Und das wäre auch schon der Hauptunterschied zwischen Fußball und Weltkriegen. Aber Vorsicht, der Fachmann weiß. Denn der König des Fußballs vereint Kampfgeist, Taktik, System und vor allen Dingen eins, Intelligenz. Richtig. Und wenn dieser Komplexität nicht Rechnung getragen wird, können Leute wie Bruno Labbadia auch schon mal pampig werden. Wenn ein Trainer wie der letzte Depp dargestellt wird, als hätte er gar keine Ahnung. Hui, warum empfindet er denn so? Normalerweise sollen Journalisten recherchieren und informieren. Sie finden heraus, wer was wie und warum macht und bringen das dann in eine Form, die dem Leser oder Zuschauer hilft, das Ganze zu verstehen und einzuordnen. Also wie bei der Sesamstraße, nur mit weniger Fell. Aber Fußballjournalisten sehen das anders. Die spekulieren. Das hier ist Davy Selke. Der ist von Werder Bremen zu RB Leipzig gewechselt. Doch es machten Gerüchte die Runde, dass er dort nicht ganz so glücklich sei. Dann tauchten plötzlich diese Bilder von ihm in Bremen auf. Für Sportjournalisten offensichtlich der Beweis. Sie schreiben, Werder will verlorenen Sohn zurückholen. War aber reine Spekulation. Da könnte man auch genauso gut dieses Bild nehmen, vermuten, dass das Selke in der Elbe ist und gleich groß orakeln, dass er jetzt zum HSV geht. Der Selke spielt jetzt übrigens in Berlin. Hätte, hätte, Viererkette. Aber es wird nicht nur spekuliert, es wird auch dramatisiert. Beispiel Alexander Nuri. Der übernimmt als Trainer bei Werder Bremen eine erfolglose Mannschaft. Und je nachdem, wie die Spiele ausgehen, schwankt auch die Bewertung der Presse. Als nämlich anfangs der Erfolg nicht wie gewünscht kam, galt Nuri bereits als gescheitert. Es kamen Leute zu Wort, die meinten, er müsse weg. Und die Medien präsentierten auch gleich einen möglichen Nachfolger, Bruno Labbadia. Doch dann gewann Nuri mit seinem Team Spiele und plötzlich kippten die Medien ins andere Extrem. Werder im Wunderland, alles super, alles happy. Tja, und wir als Zuschauer denken, was für eine Achterbahnfahrt. Gebannt haben wir den Kampf des Trainers durch alle Höhen und Tiefen verfolgt. Allerdings, in Wirklichkeit ist da nichts Besonderes passiert. Es wurde uns von den Fußballjournalisten nur als etwas Besonderes verkauft. Dafür haben sie die Ereignisse in ein klassisches Storydesign gepackt, also wie ein Drehbuch. Eine der bekanntesten Anleitungen dafür hat Robert McKee geschrieben. Und die geht so. Wir haben einen aktiven Protagonisten, der gegen eine Bedrohung oder Widersacher kämpft. Was bei uns bedeutet, Nuri ist der Held. Er kämpft gegen den Abstieg und gegen widerspenstige Spieler. Das Böse scheint zu gewinnen, der Held scheitert. Doch nur, damit der darauf folgende Triumph umso größer aussieht. Was für ein Drama. Solche Stories fesseln uns. Wir fühlen mit, wir wollen wissen, wie es weitergeht. Und das Krasseste, der Versuch der Journalisten, ein Drama zu inszenieren, kann sich sogar verselbstständigen. Der FSV Mainz und sein Trainer Martin Schmidt waren in der Rückrunde wenig erfolgreich. Idealer Stoff für eine Tragödie. Also beginnen die Journalisten, Trainer Schmidt herunterzuschreiben. Und der merkt das auch. Für das Spiel wären wir vor einem halben Jahr gelobt worden. Und für das punktselbe, genaue Spiel wären wir vor einem halben Jahr in der Presse, glaube ich, hochgelobt werden, getröstet worden. Nächste Eskalationsstufe. Journalisten stellen bei jeder Gelegenheit eine Entlassung von Schmidt in den Raum. Sportdirektor Ruben Schröder wittert den Trick und steuert entgegen. Martin Schmidt bleibt und ist unser Trainer. Wir werden das Ding bis werden es durchziehen. Wir werden diese 6 Spiele, wenn wir Vollgas geben, alle Mann zusammen in einem Team. Martin ist und bleibt der Trainer, 100%iges Vertrauen. Diesen Clip hört sich Martin Schulz im Moment wohl täglich an. Netter Versuch, aber die Spirale ist bereits gestartet. Der FSV Mainz entkam zwar gerade so dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga, aber der Vertrag von Trainer Schmidt wurde trotzdem aufgelöst. Natürlich ist nicht klar, was genau die Ursache war, aber manche Journalisten haben in diesem Fall ordentlich Öl ins Feuer gekippt. Dazu kommt auch noch die Wortwahl. Damit wir etwas spannend finden, muss es extrem sein. Normale Spiele werden da zum Endspiel oder gleich zur Katastrophe. Bei so viel Übertreibung feiert Katrin Müller-Hohenstein gleich einen inneren Reichsparteitag. Das ist ja alles schlimm, schlimm, schlimm. Aber was wäre die Alternative? Unaufgeregte Berichterstattung? Eine 0-1-Niederlage. Warum? Die blauen 05er haben momentan einfach die besseren Spieler. Können Sie schon eine Prognose für die nächste Saison abgeben? Leider nein, dafür ist es einfach noch zu früh. Vielen Dank. Gerne. Langweilig. Warum nicht so? Es fing so gut an, doch dann Patzer. Fehler. Schuldeingeständnisse. Die blauen 05er haben momentan einfach die besseren Spieler. Trainerversagen. Hat er eine Lösung? Leider nein. Leider nein. Leider nein.
Jetzt alles zum Untergang von SV Rot-Weiß. Das ist doch gleich viel spannender. Entertainment und Drama. Und ist gleichzeitig auch die Antwort auf die Frage: Warum schreibt ihr dann immer solche Scheiße? Hallo, meine lieben Kackbratzen. Habt ihr Lust auf ein Follow Me Around, ja? Ich aber nicht, ja? Ich tu mich doch hier nicht wegbewegen, bevor es ordentlich aushagelt. Also los! Ja, was ist? Hopp, hopp! Der Button ist nicht so dick, oder? Ja?